Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video. Und heute haben wir eine weitere SBC-Lösung am Start. Und zwar die El Rondo SBC. Und zwar, ja, seht ihr hier, 6 Tage habt ihr noch Zeit für die. Also auf jeden Fall genügend Zeit. Und hier braucht man auch nur 6 Spieler reinstellen. Allerdings müssen die perfekt zueinander linken. Denn man darf maximal 2 Nationen nehmen und maximal 3 Spieler aus derselben Liga. Insgesamt braucht man dann eine 63er Chemie mindestens. Und die haben wir auch genauso zusammenbekommen. Und ja, ich habe vorhin 6 Spieler gesagt, es sind natürlich 7 Spieler, da habe ich mich ein bisschen vertan und ja, dann können wir das Ganze eigentlich auch schon absenden. Ich zeige euch hier nochmal ganz gediegen hier alle Spieler. Es ist natürlich jetzt nicht ganz günstig, weil diese Spieler halt natürlich gestiegen sind, weil man die eben dafür braucht. Man kann es natürlich auch mit anderen Spielern machen, ich habe es halt jetzt mit denen gemacht und dann senden wir das Ganze ab. El Rondo ist also abgeschlossen und man bekommt natürlich hier eine Once-to-Watch-Karte als, ja, als Pack sozusagen. Das heißt, du ziehst jetzt eine Once-to-Watch-Karte, einen Star im Blickpunkt-Spieler, wie es im Deutschen übersetzt heißt, aber jeder sagt ja sowieso Once-to-Watch, also ja, ihr wisst schon, was hier gemeint ist. Und im besten Fall kann man hier natürlich den Pogba ziehen und das Ganze ist, glaube ich, untradable, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Pogba ziehe oder vielleicht Kanté, das wäre schon absolut genial. Und wir drücken einfach drauf. Ich hoffe auf einen Walkout. Ich würde sagen, Pekler-Kut. Pekler-Kut ist da. Ja, setzen wir natürlich auf noch. Und dann drücken wir drauf. In 3, 2, 1 und go. Komm, Walkout. Es ist leider kein Walkout. Da kann der Pekler-Kut auch direkt wieder runter. Und das ist leider nur, ach Gott, das ist Deulevoll. Ich weiß nicht, wie man den wirklich ausspricht, aber das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ja, der ist untradable. Was soll ich mit dem machen? 81er. Ja, den kann ich absolut nicht gebrauchen. Ja, vor allem, ja, der hat einfach nicht so kranke Werte. Der ist einfach nicht so krank, leider. Schade, schade, schade. Ich packe ihn in den Verein. Vielleicht braucht man ihn noch für irgendeine andere SBC. Aber ja, Freunde, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, falls ihr vor allem zu FIFA 18 viele Trading-Tipps und so sehen wollt. Und SBC-Lösungen halt auch. Und da könnt ihr dann halt easy Coins machen am Anfang. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und... ciao!